Guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7 Biohazard. Wir stehen hier vor unserer Kiste mit biohazardiertem Lord Voldemort da unten drin. Und wir sollen jetzt hier, ich muss mal gerade ganz kurz riechen, ich habe gerade einen Duft von Verbranntem in der Nase gehabt und mir gedacht, oh Gott, irgendwas fackelt doch, aber zum Glück fackelt nichts. So, wir sollen das Ding hier reintun, Gewebeprobe von Evelyn. Wir sollen ein Stückchen Evelyn in diese Kiste tun, damit wir alles, was mit ihr infiziert ist, umbringen können. Kann ich jetzt den Knopf drücken? E-Nekrotoxin. Okay, Lord Voldemort ist ausgetrocknet. Und ich habe gedacht, wir haben jetzt einen Platz frei, einen Inventarplatz. Wir haben ja letzte Folge schon alles gelesen. Ich hoffe, die Folge kennt ihr. Oh, hier können wir speichern, ein Glück. Ich habe nämlich fast keine Maschinengewehr-Dingsbums mehr. Aha, okay, alles klar. Wir sollen uns sehr stark verteidigen. Hier hinter dieser Tür lauert das Böse. So, was nehmen wir mit? Das tun wir erstmal dahin. Oder tun wir das nicht dahin? Das brauchen wir garantiert hier. Das brauchen wir nicht. Das können wir wieder rüber tun. Das brauchen wir. Ach nee, warte mal. Das können wir rüber tun. Was ist denn das hier? Eine MG-Munition. Okay, warte mal. Das tun wir mal hier runter. Nee, warte mal. So. Wo ist denn... Wir können an sich so viel basteln jetzt. Wir holen jetzt erstmal... Brenner. Wir nehmen mal diese starke Flüssigkeit immer mit rüber. Das können wir eigentlich auch mit rüber nehmen. Flinte, Flinte, Flinte. Nervengift. Sollen wir mit Nervengift herumsprühen? Wo ist unser Brenner? Hier, Brenner. Ha, so. Das ist unser Brenner. Gut, wir können jetzt da, könnten wir was basteln? Können wir nicht, weil... Blindenmunition. Wir nehmen mal, wo ist unser Schießpulver? Hier. Ich meine an sich. Brauchen wir die Pistole unbedingt? Weiß es nicht. An sich eigentlich nicht, oder? Messer brauchen wir wahrscheinlich nicht. Warte mal, wir basteln erstmal schnell was. Festbrennstoff habe ich nicht. Pistolenmunition. Verbesserte Pistolenmunition. Soll ich doch noch die Flinte mitnehmen? Komm, ich nehme doch noch die Flinte mit. Ja, dann können wir ihm auch mit alles, können wir ihm auch alles ins Gesicht schießen. Oder ihr. Oder was uns dahinter. Vielleicht haben wir jetzt einen Flintenattrappe. Nee, das wäre nicht so gut. Vielleicht haben wir ja jetzt übelste Mutationen hier von. Welche Flinte ist eigentlich besser? Die wahrscheinlich, oder? Nervengift. Ja, ich glaube, das lassen wir mal so. Gut, wir beginnen mal mit unserem Brenner. Achso, wir wollen speichern. Ist noch irgendwas? Nee. Oh. Nervengranaten. Ach, scheinbar sollen wir ihn Nervengranaten machen. Warte mal. L2 und das. Okay, wir machen erstmal Nervengift dann. Irgendwie glaube ich einfach, dass ein Mann unser Endgegner wird. Ich weiß auch nicht. Ja, wir wollen es speichern.
Wir haben gespeichert. Okay, wir gehen nun. Ich bin bereit. Komm ran auf den Meter. Hä, wo sind wir denn? Aha. Warte mal, wo ist denn unsere Waffe? Die hier. Nimm mal die hier bitte in die Hand. Kann ich nicht. Ach, okay, kann ich echt nicht. Alles klar. Oh Gott. Ja, dahinter ist wahrscheinlich irgendwas Cooles. Jetzt bin ich auch verwirrt. Wieso kann man hier noch runter? Hä? Wieso sind hier mehrere Türen? Okay, hier liegt noch einfach so eine Bombe rum. Flüssige Chemikalie können wir nicht mitnehmen. Hä, welche Tür soll man nehmen jetzt? Das ist ja unfair. Hä? Da summt jemand. Das ist wahrscheinlich die gute Evelyn. Kommen wir hier oben nicht rein, oder was? Braucht man einen Code? Nee, das ist einfach nur eine Attrappentür, oder was? Toll, eine Attrappentür. Toll. Immer diese Attrappentüren. So. Kommen. Wir haben jetzt unsere Schroti dabei. Jetzt geht's ab hier. Wo ist sie? Spring ich um. Hör auf zu summen. Ich bringe dich gleich um. Wieso kann man hier lang? Aha, 244er Mark. Mhm. Die summt das Aunt Rhody-Lied. Oh Gott! Bist du doof? Nee. Soll man hier lang rennen? Was gibt's denn hier? Was? Sollen wir hier lang? Nee, ach, wir können sie mitnehmen. Ah! Wow. Wow, ich will mich nicht umdrehen. Oh Gott, müssen wir hier lang? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ab. Oh Gott. Was ist denn hier los? Oh Gott. Die kommen doch jetzt hinter mir beide. Okay, was gibt's hier? Oh nee, Bombe. Bombe mit Fernzünder. Wir können keine mehr aufnehmen. Oh Gott, was gibt's hier? Wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber okay. Das. Ey, du bist voll blöde. Okay. Was ist denn hier los? Die dreht doch völlig frei, ey. Wenigstens hier überall Licht. Du
Oh Gott. Oh Gott. Ja. Warte mal. Oh, das sind aber klein und groß, okay. Warte mal. Wow. Ich hab das Messer nicht mitgenommen. Hey, der schmeißt hier durch. Ah, das war aber scheiß Idee mit dem Brenner. Das war eine echt scheiß Idee mit dem Brenner. Ja. Och, toll. Okay. Wir benutzen jetzt hier mal die hier. Ich habe ja kein Messer dabei, deswegen müssen wir das so jetzt mal machen. Starke Erste-Hilfe-Medizin. Gut, hätte ich aber gern. Wie gut geht's uns? Verdammt, uns geht's viel zu gut. Okay, Flintenmunition. Haben wir jetzt einen Platz frei? Nee, natürlich nicht. Eieiei, so. Und jetzt lass mich nur bitte in Ruhe. Da soll man es durchzwingen? Ich glaube nicht. Oh Gott, ich glaube doch. Okay, dann zwingen wir uns halt durch. Da vorne, was ist da vorne? Aha, hier kann man speichern. Aber hier ist keine Kiste. Nein. Karte des Bergwerks. Prima. Toll. Okay, folgendes. Warte mal. Mist. Jetzt überlege ich natürlich. Wir lassen die mal hier liegen. Zur Not haben wir noch die. Wir machen auch mal einen neuen Speicherstand. Ja. Wenn wir jetzt sterben sollten, holen wir uns noch zweimal diese starke Flüssigkeit. Okay, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Glaube ich. Boah, Ethan ist voll der Starke. Oh, guck mal, hier ist der Oma hier Rollstuhl. Hier mein Püppchen. Das Püppchen haben wir doch im Haus gefunden.
Ach was, wir sind wieder. Wir sind wieder im Gästehaus. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Okay, die Tür ist wieder da. Kommen wir hier raus? Nee. Wir sind im Gästehaus. Oh. E001. Aha, ja. Da haben wir sie. Die gute Evelyn hockt in ihrem Stühlchen. Ach ja, das kennen wir noch gar nicht hier. Ich habe irgendwie gedacht, hier macht jemand jetzt die Tür zu. Oh Gott. Wir sind da, wo alles begonnen hat. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Ich will bitte telefonieren. Kann ich sogar telefonieren? Nee, da will jemand nicht, dass ich so telefoniere. Lass mich! Evelyn, das warst du. Du warst's. Das ist deine Schuld. Halte Gusche, ich mach's kalt. Ich will da rein, ich will überall rein, wo sie nicht reingeht. Doof. Ist okay. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt Bill. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Nein. Ich will nicht da hoch. Wir sollen vermutlich da hoch. Du wirst einer von uns werden. Nein. Dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein, schaff das weg von mir. Oh, oh. Ach so, die greift uns echt an. Es muss alles enden. Die hat uns echt angegriffen. Toll, das hat die gar nichts gebracht. Hä? Muss ich wieder rein oder was? Die Puppe. Du bist komisch, Puppe. Die Musik ist so schön, aber sie ist auch gleichzeitig so traurig. Sie sind garantiert nach oben. Das ist nicht gut. Nein! Okay, sie darf uns auf jeden Fall nicht kriegen. Komm ran, ey, ich geb dich. Oh, ich hab so ein schönes Maschinengewehr. Ich will dir nur zeigen. Okay, uns geht's noch gut. Wie war das jetzt nochmal? Du. Warum machst du mich alle? Du weh! Verdammt!
Sollen wir hier raus? Was ist denn hier jetzt los? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was zu tun soll. Irgendwie ist unsere Waffe scheiße, oder? Ui! Eieiei! Was ist denn hier los? Oh Gott! Ich hätte mal die... Ich muss das Nervenzeug nehmen. Ich bin tot. Ich glaube, wir müssen Sommer machen, oder? Ach du Scheiße! Steh auf, Ethan, steh auf, ich wollte gerade sagen, Ethan, steh auf, ich will sehen, aber nein, Ethan. Oh, ich will aufstehen, wieso steht denn da nicht auf, ist der doof? Ich kann überhaupt nichts tun. Steh auf. Ich will doch aufstehen. Das ist doch scheiße. Ich kann auch die Waffe nicht wechseln, verdammte Kacke. Ich wollte nur eine Familie. Okay, also ich sag's mal so. Jetzt steh mal bitte auf, Ethan. Was soll denn der Scheiß? Ethan, du sollst aufstehen, verdammt nochmal. Was ist denn nur los mit ihm? Ist er dumm? Die Waffe! Schluss mit den Spielchen. Ich wollte doch mal den Quanten... den Granatdingsbums da probieren. Oh Gott, nicht getroffen. Hey, das ist voll unfair. Ich habe den Granatwerfer nicht benutzt. Bin sehr traurig. Und ich kann mir immer noch nichts tun. Ethan, wieso liegst du hier einfach so rum? Was soll denn das? Voll ungeil. Steh auf jetzt endlich. Nichts riskieren. Ende der Nacht. Aha. Wieso haben wir... Was bedeutet diese... Hä? Verstehe ich nicht. Ich werde gleich mal gucken bei den Trophäen. Ich weiß noch, da waren wir am Ende mal alle so... Wow, was? Wow? Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? So ein schönes Baumgeflecht. Mia. Die haben eine starke Flüssigkeit. Ach nee, Blut. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Das war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert.
Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Oh Gott, voll die Gänsehaut. Resident Evil Biohazard. Abspann. Was ist das? Ich mach mal die Musik ein Stück lauter. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn es um Abspanne geht. Also, das ist so krass. Auch beim achten, wenn ihr den noch nicht kennt, den achten Teil, schaut euch den Abspann an. Der ist so gut gemacht. Ja, das war Resident Evil 7 Biohazard. Ich muss sagen, für mich war Resident Evil 8 ein wirklich sehr gutes Spiel. Ich muss aber auch sagen, dass Resident Evil 7 von den Schockeffekten weitaus schlimmer war, was die Entwickler ja auch angekündigt haben, dass der Achte nicht so voller Schocker sein wird. Ich fand es bedrückend. Ernsthaft sehr bedrückend. Es war blöd zu sagen. Man will ja auch nicht spoilern jetzt von dem Achten, aber wir sind hier in einem Haus, ist ja wohl klar. In mehreren Häusern und auch Tunneln und sowas gewesen und auch ein Boot. Und im Achten natürlich andere Areale, die weitaus anders sind und auch deswegen, glaube ich, dieses Beklemmende nicht so rüberbringen konnten wie jetzt hier. Also man... Ihr wusstet ja, ich kenne Resident Evil 7 von Let's Plays von damals, von 2017, kannte ich es. Ich kannte die Knackpunkte, also das mit der Margaret und auch das mit dem Jack und sowas, das war mir alles noch gut in Erinnerung. Aber alles, was so zwischen diesen Bosskämpfen passiert war, das war jetzt, naja, nicht mehr so ganz da. Und dieser Abschnitt mit dem Lucas zum Beispiel, wo ist der Lucas überhaupt? Der ist abgehauen und sowas. Also an den konnte ich überhaupt nicht erinnern, außer an diese Geburtstagsparty halt. An das auf dem Schiff, dass das so lang war.
habe ich keinerlei Ahnung gehabt davon, dass das überhaupt so war und dass es in diese Salzgrotte ging, wusste ich auch nicht mehr. Also ich konnte mich dann wirklich nur noch an das Ende erinnern, dass es da ein riesiges Vieh gab, aber ich habe auch irgendwie gedacht, das wäre der Jack Baker gewesen nochmal und nicht die Evelyn, ich weiß auch nicht, ich war irgendwie ganz verwirrt. Ja, aber es ist auf jeden Fall spielenswert, wenn ihr noch nicht in den Genuss kamt, wartet vielleicht ein oder zwei Jahre oder spielt es jetzt schon mal selbst. Es ist ein wirklich sehr gutes Spiel und es ist, ja, also ich kann nicht anders sagen, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mein nächstes Resident Evil wird vermutlich Resident Evil 2 sein. Allerdings spielen wir, bevor wir Resident Evil 2, das Remake, spielen, werden wir erstmal die ganzen DLCs spielen, weil die kenne ich überhaupt nicht. Da habe ich keine Let's Plays geguckt. Ich habe mit dem Hauptspiel aufgehört, Let's Plays zu gucken. Und ja, deswegen bin ich gespannt, gerade auf das Ende von Zoe, übelst, was mit ihr passiert. Und vielleicht kriegt man ja auch noch, ich weiß nicht, gibt es ein DLC vom Lucas? Weil er lebt ja jetzt auch noch. Die Familie Baker war natürlich eine, es waren ein paar arme Tröpfchen, ja, in ihrem wunderbaren, in ihrer wahrscheinlich wunderbaren heilen Welt irgendwie. Ja, aber dann kam die Evelyn. Ja, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich kann es jedem empfehlen, wenn man jetzt natürlich noch nichts mit Horror so am Hut hat, dann wird es wahrscheinlich ein krasser Einstieg sein. Also ich habe ja jetzt auch nicht so viele Horrorspiele vorher gespielt und ich fand es auch schon teilweise echt krass. Also die Schockeffekte und auch das mit dem Bein am Anfang, was der Jack gesagt hat. Nee, was der Jack zu uns gesagt hat. Nee, wo der, nee, genau, der hat es gar nicht zu uns gesagt. Der hat da gehockt und hat gesagt, wir sollen uns unser Bein zurückholen und dann stand das ja da. Also ich hätte es nicht auf normal spielen wollen, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass es auf leicht war. Ich bin zwar jetzt nur ein paar Mal gestorben, aber es war so genau das Richtige für mich. Also für mich müssen erstmal die Horrorspiele jetzt nicht so schwer sein. Die können gern so schrecklich sein wie Resident Evil 7. Und jetzt habe ich mir so ein bisschen, jetzt im Nachhinein, kann ich sagen, hat mir das ein bisschen gefehlt bei Resident Evil 8. Es ist halt sehr einsteigerfreundlich, aber auch dadurch ein bisschen, ja, einsteigerwächerisch, würde ich fast sagen. Also es ist jetzt nicht, es ist cool für einen Horror-Einstieg, aber Resident Evil 7 ist eben halt nochmal sowas anderes, sowas. Ja. Also, wenn ihr den 8. noch nicht kennt, spielt erst den 7. und dann den 8. oder schaut jetzt den 8., weil das natürlich einige Dinge noch gefehlt jetzt vom 8., die ich jetzt noch nicht so verstanden habe, dadurch, dass ich natürlich jetzt so viel vom 7. vergessen habe. Ja, ist das natürlich auch nochmal was anderes gewesen. Hätte ich das jetzt vorher gespielt, wie ich es eigentlich vorhätte. Ja, ich weiß immer gar nicht, ob ich bei diesem Abspann überhaupt reden soll. Soll man den einfach mal durchlaufen lassen? Ist überhaupt noch jemand da? Eine Minute 33 und 44 Sekunden. Schreibt das mal in die Kommentare. Ist noch jemand da? Das ist hier die Frage. Die Musik ist komisch.
Wir sind nun bei Havok angekommen, da, wo es alles begann. Das war ein recht kurzer Abspann, würde ich sagen. Wenn der jetzt gleich vorbei ist. Irgendwie habe ich gedacht, der ist gleich vorbei. Bei allem denke ich immer, dass es gleich vorbei ist. Aber es scheint wirklich gleich vorbei zu sein. Ja. Oh. Ich glaube, es ist doch noch nicht vorbei. Okay, also den längsten Abspann hatte ich bisher echt bei Cyberpunk. 40 Minuten oder über 40 Minuten bisher noch nichts getoppt. Oh, Zeitung. Jetzt haben wir wieder eine Zeitung mit der Taschenlampe. Capcom? Ja, was von Capcom? Habt ihr es eigentlich mitgekriegt? Leute, wenn ihr noch da seid, habt ihr es mitgekriegt? No. It takes the form of a child. Violence. Ah, da ist gerade ein Artikel darüber. Ach du Scheiße. Und das haben wir ja alles im Achten. Also bei den Extras und sowas kann man sich das ja alles angucken. Mit dem Polizeibericht über die Baker-Familie. Das muss ich eigentlich auch noch machen. Oh, verdammt. Hier haben wir die Statistik. Wir haben 11 Stunden gebraucht. Was? Wir haben nur 10 zerstört, Mr. Everywhere. Neuversuche 3. Aber wir sind nur 3-mal gestorben. Das ist cool. Antike Münzen, war klar, dass dann welche gefehlt haben. Akten gelesen. 30 von 32, uns fehlen 2 Akten. Inventarbox geöffnet. Was, wozu das denn? Arzneikräuter verwendet. 33 Stabilisierer verwendet. Steroide verwendet. Der Schwierigkeitsgrad dieser Spieler. Speicherdaten. Okay. Neue Boni freigeschaltet. Schwierigkeitsgrad Irrenhaus. Waffe Albert 01. Ah, okay. Da hat man dieses. Zusätzlicher kostenloser Inhalt. Not a Hero. Kostenlose Minuten unter mehr herunterladen. Habe ich den schon heruntergeladen? Hallo. Ja, Sie sehen hier einen schwarzen Bildschirm. So, wir sind wieder hier. Dann würde ich sagen, für die, die ans Ende geskippt haben, ich habe an sich nur herumgeschwurbelt und habe gesagt, dass es ein wirklich sehr gutes Spiel ist und dass es um einiges gruseliger ist als der 8 Teile, weil man das beklemmende Gefühl des Irrenhauses hat und ich tatsächlich die Bakers an sich viel grauenhafter finde als Gegner, als unberechenbare Gegner, wie Vampire, Werwölfe und so ein Zeug, was man im 8. Teil hat, was ihr schon aus den Trailern kennt, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Resident Evil 7 würde ich an sich jedem empfehlen, der an Horrorspielen interessiert ist, der sich mal da heranwagen möchte. Wahrscheinlich ist es für Heranwagen schon etwas krass. Also ich fand es teilweise auch sehr krass von dem Schockeffekten und sowas her. Aber es macht mega Spaß und man fühlt sich total stark, wenn man wieder irgendwas geschafft hat und dann fällt einem erstmal so richtig auf, wie gut es eigentlich ist. Ja, ihr könnt gern all eure Gedanken in die Kommentare schreiben. Wir werden ab morgen starten mit den DLCs. Ich werde einfach der Reihe nachgehen, von oben nach unten, wie es mir hier angezeigt wird gleich. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann morgen auch wieder mit einschaltet und ich hoffe echt, dass Resident Evil 9 wieder ein bisschen mehr wie Resident Evil 7 wird und gruseliger, schockiger und ja, sich mehr daran anlehnt. Genau, und falls ihr es nicht mitbekommen habt, das nächste Resident Evil Spiel wird wahrscheinlich sein Resident Evil 2 Remake, genau. Und das wird aber wahrscheinlich nicht sofort nach diesem anschließen, sondern eventuell werde ich etwas dazwischen schieben, dass nicht nur Resident Evil auf dem Kanal läuft, aber der 21 Uhr Slot wird wie immer Horror bleiben. Und ich habe mir schon etwas anderes rausgesucht, was wahrscheinlich ganz cool ist. Und ja, da werden wir mal gucken. Wenn es natürlich uncool ist, dann machen wir natürlich mit Resident Evil 2 weiter. Ist ja wohl klar. Aber jetzt kommen erstmal die DLCs. Also, habt einen schönen Abend. Bleibt gesund. Träumt nicht allzu schlecht. Nicht alle schwarz- oder braunhaarigen Mädchen im 10-jährigen Alter mit dunklen Kleidern sind böse. Bis dann. Tschüss.